So, wie sieht's hier aus? Noch hat sich niemand dazu bequemt, wirklich viel dort zu machen. Ah, es wird ein Brett gebracht. Gut. Hier hinten können wir übrigens auch ein paar Lager aufbauen. Für Stein, Schwefel und Eisen. Dass wir einfach Zwischenlager haben. Oh, Angriff. So, dann holen wir mal dich da raus. Dir wir da einen Sammelauftrag für Stein geben mit Max-Priorität. Oh, da ist wieder ein Dicker dabei. Das ist nicht so gut. Müssen wir ein bisschen... herumrennen, spielen. Au. Er hat ja eine größere Reichweite, als er aussieht. Au, da hat er einen getötet. Und jetzt bleibt er gerade da stehen, um zu erobern. Töte den bitte. Danke. So, da kommt Schwefel rein. Da kommt Eisen rein. Du ersetzt mal den. Ihr braucht nichts aufräumen, ihr könnt da sammeln helfen, bitte. Genau, erobert bitte endlich mal den Punkt hier. Das wäre sehr praktisch. Ist mein Schwertkämpfer schon unterwegs? Ja. Gut, der Punkt ist abgesichert. Der Bauauftrag ist gerade... Ah, er baut. Okay. Erstmal die Steine hier loswerden. Und ja, wenn wir hier Steine brauchen, können wir hier absetzen. Ich lasse die mal offen, was wir da rein tun.
Mir fällt gerade irgendwie so auf, der Timer ist stehen geblieben da oben. Na, zum Glück richte ich mich nicht nach der Uhr, was die Spielzeit angeht. Okay, er ist rausgekommen. Das ist auch gut. Ein neuer Spawn. Nicht aufräumen. Bauauftrag. Du kannst tunneln. Ja gut, den können wir erstmal auf Null bringen. Nervensägen. Da brauche ich jetzt einen Reparaturauftrag hier. Na, wenigstens sind die Armbrustschützen stark genug, um die kleinen Corruptons sehr schnell wegzuballern. Ja, und das ist auch der Grund, warum ich noch viel mehr Mächtergeschütze brauche. Aber wenn ich dich schon mal hier habe, wirst du jetzt Magier und hilfst beim Erobern mit. Wir müssen nämlich gucken, dass wir wenigstens die Steine erobern und hier für Sicherheit sorgen. Ja, Verstärker und Eroberer. Das Schwefelvorkommen besteht noch. Also sammelst du mal fleißig Schwefel. Na gut, hier kommen sie definitiv nicht rein. So, warten wir noch, bis unser Magier da ist. Ah, hier hinten rum angreifen. Ja, bald sind wir auf Max Bricktrons. Davon sind jetzt im Augenblick die Hälfte sind Soldaten. Und da ich mich noch nicht so gut verteidigen kann, muss ich ja auch die Hälfte auf Soldaten lassen. Okay, hier sind nur kleine gespawnt, also mit normale. Oh, ach so funktioniert das. Du kannst dich einfach zu einem Heiler machen. Zu so einer Art Heilstation. Ach gut, wenn das so funktioniert. Gut, dann nehmen wir mal hier den Punkt weg.
Sonst ist überall alles friedlich. Was ist eigentlich mit den anderen? Attackieren, drehen, laufen, Position halten. Ja, die Heilung ist gut. Um schneller hochzuheilen, auf jeden Fall. Und so, ein Eroberer. Sobald wir einen gebaut haben. Das überlasse ich mal dir. Bald spawnt unser letzter Mannequin. Oh. Da kommt wieder ein Angriff. Zunächst sind das zu wenig, um die Tür einzuschlagen. Zunächst sind es bis auf einen wieder kleine. Das sollte der eine Schütze noch hinkriegen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Waffen. So, der ist ein bisschen tougher. Aber er stirbt auch langsam. Ja. Ja, natürlich am wichtigsten ist, dass ich meinen Heimkristall beschütze. Wenn der nämlich drauf geht, habe ich verloren. So, hier ist alles geheilt, also kannst du wieder auf Angriff zurück switchen. Ja, Energy Maximum reached. Gut. Das heißt, eigentlich könnte ich jetzt dem Gegner da drüben noch den Kristall wegnehmen. Da werden jetzt gleich sicherlich wieder Wächter spawnen. Aber meine Kampftruppe ist ja stark genug. Ja. Oh je. Naja gut, wenn der pikidiert drauf geht, ist es halb so schlimm. Der ist eh nicht mehr so richtig stark. Oder der Hillebart hier halt. Es ist jedoch nicht gut, wenn die Fernkämpfer angegriffen werden. Okay, da ist unser Pikinier gestorben. Oder Hellebardier. So, dann können wir ihn den Kristall wegnehmen. So, da wir ja hier keine Steine mehr haben gerade,
oder fast keine mehr. Da, nimm den Steinbruch. Ja, außer dir, du hast einen Stein.